thank <laughs> you Hallo Freunde der Filmunterhaltung, herzlich willkommen zur Filmbewertung zu dem Film Gladiator 2. In diesem Film geht es um Lucius. Wer ist Lucius? Lucius ist doch der kleine Sohn, der von Maximus und ähm, Lucilla damals ähm, weggegeben wurde, um sie von den Römischen, um ihn von dem römischen Reich zu schützen. Und ja, dieser Lucius ist mittlerweile groß geworden und hat sich auch. Ähm, ja sehr gut entwickelt, muss man sagen, aber als ähm, die Römer anfingen, sein neues Zuhause anzugreifen und ihn dadurch gefangen nehmen, ja, wird er in das römische Reich verschleppt und als Sklave bzw. später als Gladiator des römischen Reiches präsentiert. Und ja, durch seine interessante Art wird er auf den Plan von Makrinos gerufen. Und dieser erkennt sehr viel Potenzial in ihn und nimmt ihn unter seine Fittiche. Was alles, ja, nicht unbedingt immer zu seinem Vorteil ist. Ja, so reißen wir mal die Story an, denn ihr merkt es vielleicht ein bisschen. Irgendwie haben wir den Film schon mal gesehen und ja, Lucius wird gespielt von Paul Meskel, den kennt man zum Beispiel aus, aus Normal People und ähm, ja, wie gesagt, sein Mentor, Denzel Washington Machinus, den kennt man natürlich aus, ähm, ja, aus zum Beispiel aus Training Day oder Equalizer und noch vielen weiteren Filmen. Markus Achelius, das ist derjenige, der das ähm, Zuhause von Luki, äh, oh, ey, diese römischen Namen, Lucillus äh, überfallen hat. Der wird gespielt von Petro Pascal. Ähm, ja, und das wird ja demnächst der neue ähm, Mr. Fantastic, und da bin ich mal sehr gespannt, wie er sich dort präsentiert. Fangen wir erstmal mit den guten Sachen an. Ähm, schauspielerisch ist das alles hier hervorragend umgesetzt. Also, Al Pedro Pascal ist super in seiner Rolle. Denzel Washington ist einfach der absolute Hammer. Auch Conny Nielsen. Die Lucilla spielt also die Mutter von Lucius. Ähm, die kennt man auch unter anderem aus dem ersten Gladiator-Film oder zum Beispiel auch aus Wonder Woman. Und ähm, auch sie ist da einfach super drin in der Rolle. Das ist einfach genial. Also... Und vor allen Dingen, ey, ich hätte nicht gedacht, dass die Dame mittlerweile 59 ist. Ey, das sieht man ja auch absolut gar nicht an. Ähm, krass. Ja, und auch, ähm, es gibt ein paar Momente, die wirklich richtig bildgewaltig sind, wo man so ein bisschen den, ähm, den, den, den Gladiator 1 Vibe halt drin hat. Oder halt gefühlt hat zumindest. Ähm, was kann man noch Positives sagen? Ähm, der Film hat manchmal auch einen sehr guten Humor. Also muss man sagen, also manche Charaktere sind da schon so ein bisschen, wo man sich sagen muss, okay, krass, dass ihr so drauf seid. Hätte ich jetzt den Römischen Reich so jetzt auch nicht unbedingt zugemutet, aber ja, ich glaube hundertprozentig ähm, authentisch was. Äh, die geschichtliche Korrektheit angeht, sollte man jetzt hier auch nicht unbedingt erwarten. Aber ähm, ja, wo Licht ist, ist auch Schatten. Und der Film geht schon zweieinhalb Stunden und wirkt trotzdem wie durchgerannt von der Story her. Also... Man hat zweieinhalb Stunden, man hat so viel versucht, in diesen Film hineinzupacken, sodass man das Gefühl hat, diese, 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 diesen Handlungsstrang wollen wir drin haben. Wir haben zweieinhalb Stunden, der Film müsste wahrscheinlich vielleicht eher, ja, ich sag jetzt mal, vielleicht drei, dreieinhalb Stunden gehen, um das alles vernünftig ähm, in Ruhe alles aufzubauen. Ähm, mach das mal in zweieinhalb Stunden und dann ist gut. Und das tut dem Film nicht gut, das tut dem Film absolut nicht gut, denn viele Situationen in diesem Film, die könnte man noch viel besser rauskristallisieren und die könnte man noch viel besser, ähm, ja, ausarbeiten und, und, und präsentieren, wenn... Man da vielleicht ein, zwei, drei Handlungsstränge vielleicht weniger drin hätte und dafür dann die wichtigeren Handlungsstränge ein bisschen mehr hervorheben könnte und die dadurch dann auch mehr Zeit bekommen würden. Weil so, es ist, es ist einfach unglaublich. Man muss es sich auf der Zunge zergehen lassen. Du hast einen Film, der zweieinhalb Stunden geht und er wirkt wie durchgerannt von der Story her. Also. Es ist unglaublich. Also, manche Dinge hätte ich wirklich gedacht: komm, das ist jetzt eigentlich ein richtig krasser Handlungsstrang. Den müsste man doch jetzt für den Film doch so, so krass nach vorne präsentieren. Und dann, ja, nach fünf Minuten ist das Ding irgendwie schon wieder ähm, ja, praktisch untergegangen. Was halt total Bullshit ist, aber man hat es halt so gemacht. Was auch in diesem Film ja nicht so gut ist und ich weiß es nicht warum, ähm, die CGI ist in manchen Teilen des Films nicht wirklich gut. Und das, obwohl der Film so circa 210, also ich habe sogar noch andere Zahlen gesehen, wo das sogar noch höher ist, ähm, Millionen Dollar gekostet hat, der Film. Und dann hast du. Keine Top-CGI drin, und das bei einem Film von, ähm, von Ridley Scott, echt jetzt weiß ich nicht. Also, ob das so eine, wo da jetzt der Fehler drin gelegen hat, ich habe keine Ahnung. Also, am Geld kann es nicht gemangelt haben und an ich sag jetzt mal kompetente Leute, die Computeranimation machen, kann es auch nicht gelegen haben, nicht bei so einem Budget. Deswegen, das ist auch etwas, wo ich mir sage, ha, da habt ihr jetzt auch so ein bisschen an Qualität jetzt auch noch nachgelassen. Nachdem ihr die Story so durchrusht, lasst ihr auch noch Qualität nach. Okay. Und, da, und der Cast, der spielt wirklich top. Die spielen alle ihre Rollen top. Und es ist manchmal dann schade zu sehen, dass sie dann durch diese Story... Ähm, Sage ich jetzt mal mehr oder weniger, noch gehemmt werden oder sagen wir es mal so, ähm, nicht ihr volles Potenzial entfalten können, weil die Story dann teilweise nicht wirklich vernünftig ähm, dargestellt werden kann, weil man dann schon wieder den nächsten Handlungsstrang hat, den man noch gerne auch noch drin haben möchte und den nächsten und den nächsten und den nächsten. Und ähm, ja, der Film, der lässt sich einfach so gar keine Zeit. Diverse Handlungsstränge wirklich so, ja, sagen wir jetzt mal so, darzustellen, wie er vielleicht dargestellt werden sollte. Ähm, ja, und was auch einfach so ist, irgendwie hat man das Gefühl, man hat den Film schon gesehen. Also, irgendwie ist es so im Groben, im Groben, weil ich konnte mir Gladiator 1 jetzt nicht mehr. Anschauen als Vorbereitung, weil das hatte zeitlich nicht ganz gepasst. Aber in groben, so wie ich den Film noch im Kopf hatte, haben wir den Film eigentlich schon gesehen. Und hinterher kommen noch so ein paar politische Dinge hinzu, wo ich mich teilweise so ein bisschen an Dion an erinnert hatte. Ah, ich weiß nicht, also ich. Hab mir nur gedacht, okay, ihr habt schon einen Film, der so lange geht. Ihr habt einfach viel zu viel da reingepackt. Ihr habt einen super Cast, der einfach nicht sein volles Potenzial ausschöpfen kann, weil ihr die Leute nicht lässt. Weil ihr schon wieder viel zu viele Dinge in diesem Film erzählen wollt, was man vielleicht besser. Das wäre vielleicht bei diesem Film vielleicht wirklich besser gewesen, wenn man den vielleicht auf zwei Teile aufgeteilt hätte. Das hätte den Film vielleicht erheblich entzerrt und somit vielleicht auch erheblich ein besseres Erzähltempo gehabt. Wo da nicht alles so hier und da und zack und bumm und hier und da und das nochmal und das muss man noch reinpacken. Nein, es hat den Film einfach nicht gut getan. Was gibt es sonst noch zu sagen? Ich hatte mal im Vorfeld zu dem Film, hatte ich mal was gelesen gehabt. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich dazu gekommen ist. Und zwar sollten einige Statisten wohl für mehrere Tage gebucht worden sein. Und die sollten dann wohl in so ein Zelt kommen. Da wurden die dreidimensional angeblich eingescannt. Und ja, anstatt für mehrere Tage bezahlt zu werden, wurden sie nur für ein paar Stunden bezahlt. Dagegen haben die, glaube ich, auch irgendwie Klage eingereiht. Ich weiß aber nicht, was daraus geworden ist. Aber das ist jetzt nochmal so eine kleine Randnotiz die in dem Film: noch einen zusätzlichen bitteren Beigeschmack ähm, ja, gibt. Ja, und ich weiß nicht. Warum man diesen Film gemacht hat, okay, klar, bringt vielleicht Geld und so, aber wenn der Film schon über 200 Millionen oder vielleicht sogar 300 Millionen gekostet hat, dann musste er ja mehr als das Doppelte einspielen, um die Kosten wieder reinzukriegen. Ich war im Kino, ich war im Eisense gewesen und ähm, man konnte die Leute, glaube ich, so an zwei, drei Hinten abzählen. Was den Film dann natürlich dann ja erwarten lässt, hm. Wenn der Film um 16.30 Uhr war die Vorstellung, ähm, gerade so wenig Leute hervorlockt, dann wird das wahrscheinlich nicht unbedingt toll sein. Im Gegensatz zu, sag ich jetzt mal, späten Vor ähm, ähm, Fortsetzungen wie zum Beispiel in Beetlejuice, da war das Kino erheblich voller gewesen. Tja. Ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass der Film finanziell nicht erfolgreich wird. Und es liegt nicht an den Schauspielern, sondern es liegt einfach daran, dass man viel zu viel Story in dieses Drehbuch reingepackt hat und dadurch viele Dinge einfach nicht gut umgesetzt werden konnten. Und welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Freunde Film- und Gaming-Unterhaltung. Hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es alles von euren Content Creator. T-Shirts, Hoodies, Turnbeutel und noch vieles, vieles mehr. Und natürlich die Designs von Arts Expert. Also holt euch eins von den coolen Logos und holt euch den coolen Stuff nach Hause. Ihr könnt hier könnt ihr frei wählen, Größe, Farbe, alles was ihr wollt. Also Randa! Und holt euch den Stuff. Bis demnächst. So, da sind wir wieder. Ja, Gladiator 2. Wie der Vater, so der Sohn, muss sich auch beweisen gegen das Römische Reich. Und irgendwie kommt es uns vor, als wenn wir den Film schon mal gesehen hätten. Und ja, der Film ist auf seine Art und Weise auch ein bisschen anstrengend. CGI ist teilweise nicht. So schön gelungen, wie sie vielleicht bei so einem Budget hätten ähm, ja, drin sein müssen. Film ist ab 16, geht über zweieinhalb Stunden und trotzdem wirkt der Film wie durchgerannt, was bei zweieinhalb Stunden einfach unglaublich ist. Ja, und somit gebe ich dem Film. ja eher so zwischen drei und vier Totenköpfe gebe ich jetzt den Film mal weil ja schauspielerisch und sowas alles ist da schon gut er hat schon seine bildgewaltigen Momente aber er hat auch viele Momente die nicht gut sind und ja deswegen eher so tendiere mehr zu drei als zu vier aber irgendwo dazwischen ist das dann Geregelt. Ja, das war meine Filmbewertung zu dem Film Gladiator 2. Wenn euch gefällt, was ich mache, dann schaut doch mal unten in die Videobeschreibung. Dort ist ein Link, da kommt ihr zu einer Linkliste mit Links, die vielleicht für euch interessant sein könnten. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.